Thomas Wagner, Geschäftsführer 7One Media, vertritt die steile These, dass Fernsehen seine beste Zukunft noch vor sich hat. Wie dürfen wir das verstehen? Ja, zu dieser These stehe ich auch. Fernsehen ist eben nicht nur linear, sondern eben auch zunehmend nonlinear. Das heißt, wir müssen unsere Inhalte überall anbieten können, auch auf allen digitalen Möglichkeiten. Und letztendlich die klassische Werbung wird natürlich jetzt auch mit digitalen Möglichkeiten vernetzt. Stichwort Addressable TV. Jetzt haben Sie das aber selber schon gesagt, die Nutzung fragmentiert sich auf verschiedene digitale Kanäle, auf verschiedene Geräte. Das heißt, das klassische lineare TV, also wo man zu einer bestimmten Zeit vor dem Fernsehen sitzt, ist ein bisschen auf dem Rückmarsch. Wie reagieren Sie darauf? Also ich würde sagen, nicht auf dem Rückmarsch, wie Sie es ausdrücken, sondern ich sage, unser Medium wird noch wertvoller, weil es immer schwieriger ist, eben die großen Reichweiten anzubieten. Aber natürlich bei dem Thema Fragmentierung ist unsere Aufgabe insbesondere eben auch, die ganzen neuen Möglichkeiten zu bespielen, inhaltlich wie Werbeangebote dazu zu schaffen. Und das machen wir. Trotzdem, der klassische TV-Spot, der im Rahmen des linearen TVs ausgestrahlt wird, der hat an Power verloren und wird es auch wahrscheinlich weiter tun. Wie sammeln Sie trotzdem diese Reichweiten, von denen Sie reden, ein? Gut, die Kunden haben einfach viel mehr Möglichkeiten, Kontakte mit ihren künftigen Konsumenten eben aufzubauen. Und deswegen gibt es eben in Anführungszeichen nicht nur das klassische Fernsehen, sondern natürlich auch die ganzen digitalen Angebote, die wir anbieten. Aber bei uns ist eben der Vorteil Brandsafe. Das heißt, unsere Inhalte verlängern wir in die digitale Welt und bieten dazu entsprechende Werbeangebote an. Vielen Dank.